Werden Sie jetzt Abonnent auf Wikisana. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format Naturmedizin. Heute freue ich mich auf einen Mann, der auf über 40 Jahre Erfahrung als Arzt zurückblicken kann, über 80 Bücher geschrieben hat. Er ist Ausbildner, Philosoph und Speaker und hat ein unglaubliches Wissen. Aber was mich vor allem immer wieder sehr berührt, er geht den Dingen in der Tiefe nach, schaut sie umfassend an und hat auch den Mut, diese so zu benennen. Freuen Sie sich mit mir auf Rüdiger Dahlke. Dr. Med. Rüdiger Dahlke, richtig gesagt. Und heute darf ich mit ihm ein Thema besprechen, Krankheit als gütiger Prozess der Seele. Ich bin mir auch bewusst, dass das für Menschen, die gerade in Leid und Not stecken, vielleicht fast zynisch klingen mag, aber wir schauen auf die Möglichkeiten darunter. Bleiben Sie dran. Hallo, lieber Rüdiger. Hallo. Dr. Med. Rüdiger Dahlke habe ich noch fast unterschlagen beim Intro. Schön, bist du heute bei uns zu Gast. Ja. Und ich bin wirklich, wie ich schon anfangs gesagt habe, sehr berührt davon, dass du wirklich die Dinge so umfassend anschaust und eben auch den Mut hast, die zu benennen. Und das hat mich schon immer, wirklich schon über Jahre und Jahrzehnte, hat mich deine Arbeit begleitet. Deshalb ist es eine besondere Ehre für mich. Ja, ich habe anfangs gesagt, eben Krankheit als gütiger Prozess der Seele, das mag eben vielleicht fast zynisch klingen, aber ich glaube, wenn man das mal eben auch in der Tiefe und umfassend anschaut, ist auch ein Geschenk darunter. Ist oft so, kann ich für mich selbst so sagen. Mhm. Natürlich müssen wir auch sehen, also ich habe Patienten, die sind froh um ihren zweiten Herzinfarkt, weil dann haben sie es erst mit dem zweiten verstanden. Mhm. Ich habe auch einige, die froh sind um den Krebs, den sie bekommen haben, weil der doch das Leben in eine andere Richtung, die ihnen viel mehr entspricht, gebracht hat. Wir müssen natürlich auch sehen, es sterben Menschen am Herzinfarkt und dann Krebs und kriegen die Kurve nicht, kriegen das Ruder nicht rumgerissen. Insofern, ja, Krankheit als Weg ist schon ehrlich gemeint, das ist ein Weg. Es ist eine Sprache der Seele, Krankheit als Sprache der Seele. Es ist ein Symbol, Krankheit als Symbol. Die Buchtitel sind schon so gemeint. Ne? Und es ist eigentlich auch ein gütiger Versuch, den Menschen auf den Weg zurückzubringen. Ich habe das erlebt für mich selbst, nicht verstanden damals, so als junger Bursche bin ich aus Norddeutschland, ich bin so eine Mischung aus Hamburg und Berlin, von den Eltern her, bin ich dann nach Bayern gekommen und aus der Großstadt auch aufs Dorf noch. Also es war so ein doppelter Hinsicht, so ein Kulturschock, konnte die Sprache am Dorf überhaupt nicht, das Bayerische. Und da war damals auch noch so eine ziemliche Polarisierung, Saupreuß war man dann. Und es war nicht so besonders angenehm. Und beim Fußball durfte ich da nicht mitspielen. Und ja, ich war so ganz anders erzogen. Die haben alle nach der Schule den Ranzen nach vorne genommen und sich geprügelt, wer ist der Stärkste. Und ich bin so erzogen, wer schreit, hat Unrecht. Und von der Hitlerjugend und dem Krieg geprägten Vater, da durftest du nicht mal mit dem Gummimesser Indianer spielen, weil das eine Waffe war und Deutscher durfte keine Waffe mehr nehmen. Also ich bin so aufgewachsen mit ein paar so Dinge, die ich nicht verstanden habe. Erst, wir waren Flüchtlinge, ganz schlecht. Flüchtlingen durfte man oft nicht spielen, wurde den anderen gesagt. Dann auch noch jetzt praktisch am Dorf gelandet, Sprache nicht so vertraut, eine ganz andere Lebenskultur. Und da habe ich einen Zuflucht zum Skifahren genommen, weil da konnte mir niemand verbieten. Und da war ich 8 Jahre und habe da erst angefangen, Ski zu fahren. Aber ich habe das relativ schnell gelernt und habe das für mich umgedreht. Ja, also plötzlich war ich dann nicht mehr der Saupreis, der nicht mitspielen darf, sondern der aus der Zeitung. Ah. Der ist ja bei uns in der Klasse. Und das war für mein kindliches, jugendliches Ego viel, viel besser natürlich. Und es hat sich so entwickelt, dass es überhaupt ideal war, wenn du die Skirennen gewonnen hattest, also auf einem niedrigen Niveau Stadtmeister und so, also irgendwie bei Jugend. Aber es hat sich total bewährt und später dann auch in der Pubertät war das ein Vorteil. Also du warst da immer ein begehrter Freund sozusagen. Bei den Mädchen. Wenn du in der Mitte standst auf dem Podest oder eben
Sänger in der Schulband warst, wie mein Freund. Aber naja, und das war eigentlich für mich toll. Und ich dachte dann eigentlich so, ja, über Skifahren regelt sich alles bestens. Und habe das immer mehr trainiert. Und so meine Eltern haben schon immer gesagt, du, bei uns wird studiert, Sport ist gut und du bist jetzt angekommen in Bayern, aber das reicht's auch mal. Aber ich habe das nicht verstanden. Und dann hast du dann auch Trainer, die dann auch in diese Richtung gehen. Und dann kriegst du schon die Skier geschenkt und solche Sachen. Und dann wird es immer verlockender. Und dann hat mir das Schicksal geholfen, in gütiger Weise. Also ich habe mir dann dreimal wirklich die Knochen gebrochen. Und das habe ich auch gebraucht, sonst wäre ich da gar nicht rausgekommen. Ja, beim dritten Mal war dann der Zug abgefahren. Und dann war es keine Kunst mehr. Und ich konnte mir auch sagen, also linkes Bein, rechte Schulter, jetzt kommt dann der Hals dran. Ich lasse das lieber, war mein Gefühl. Und da bin ich heute sehr dankbar. Damals gar nicht. Also ich war nicht schuld an diesen Skiunfall. Also in einem Fall ist einfach jemand in ein abgesperrtes Trainingsgelände reingefahren, ein Tourist. Und ich bin davor reingekracht. Und ich habe den gehasst. Ich habe ihn nicht kennengelernt, Gott sei Dank. Ja, aber ich wusste das. Und ja, und ein Glück, habe ich ihn nicht kennengelernt damals. Heute bin ich dem dankbar. Der hat den Mut gehabt, in eine abgesperrte Zone reinzufahren. Und letztlich für mich warst du der erste Hinweis. Ich hätte es da schon verstehen können. Nämlich der Junge, der neben mir lag, der war noch schwer verletzt im Krankenhaus. Und dem hatten die Eltern einen Diplompsychologen angeheuert, um dem autogenes Training beizubringen. Der interessierte sich aber nicht dafür. Und dann habe ich eigentlich autogenes Training gelernt, immer von einem Psychologen, der mir immer den Rücken zugewandt hat. So bis zur Oberstufe, das ist ja dann schon Meditation auch. Mir hat das richtig gut gefallen. Ich habe das auch immer weitergemacht. Und ich hätte es ja da schon kapieren können, dass das eigentlich mein Weg wäre. Aber ich habe es nicht kapiert. Ich habe noch im Bett so mit Hanteln angefangen wieder zu trainieren, brauchte noch einen zweiten Bruch. Und dann noch, das war dann noch ein Freund, der mir auf den Knöchel gehauen hatte beim Fußballspiel, was wir eh nicht durften als Skifahrer, Fußball. War zu gefährlich, aber haben wir doch gemacht. So, dem konnte ich sowieso nicht böse sein, der war auch erschüttert. Zum Schluss war ich dann noch 9 Wochen so im Nazi-Gruß eingegipst. Also da, nur der linke Arm war frei. Und mit dem habe ich dann wenig schreiben gelernt. Aber das war schon, das Blut lief raus, du konntest nicht mehr schlafen. Und es war ein Martyrium. Aber ich habe viel Zeit bekommen dadurch, einfach drüber nachzudenken. Und bin dann da rausgekommen. Und heute bin ich froh. Ich wäre sonst, weiß nicht, Skischulbesitzer oder so eine gealterte Werbefläche. Also mit 72 ist das keine erfüllende Geschichte. Während jetzt mit meinem Arzt sein, das macht mir doch so viel Freude, dass ich es auch weitermache. Jedenfalls so im Ausbildungsbereich über Unity mache ich viel, aber auch über unser Zentrum Tamanga. Also das kann ich gern machen und bin heute sehr dankbar, dass mir das Schicksal diese 3 Brüche vermittelt hat und auch Menschen sich hergegeben haben, das bei mir in die Wege zu leiten sozusagen. Und es brauchte die 3 Mal, sonst hätte ich es eben nicht verstanden. Ja, das hast du sehr, sehr schön und wirklich sehr bildlich jetzt erzählt, weil dass man es wirklich versteht, was das Geschenk dahinter ist. Also du hast dann dich zum Studieren entschlossen oder was hat das dann wirklich so einfach einen ganz anderen Weg? Ja, es war dann, also statt dauernd trainieren und am Wochenende so rennen oder was, gab es dann halt einfach mehr Schwerpunkt auf Abitur. Dann merkte ich so, ich komme aus so einer Arztfamilie und wir waren Hippies. Ich wollte natürlich gar nicht machen, was die wollten. Und mit Hilfe eines Studentenpfarrers, Friedrich heißt er, der hat dann zu mir gesagt, du brauchst nicht allen sagen, dass du nicht Theologie und Medizin studieren willst. Das musst du ja gar nicht tun. Und aber Theologie, er hat dann für sich auch gesagt, für mich ist es gut. Und was hast du eigentlich gegen Medizin und so? Und ja, dann kam mir so, meine Mutter war so Albert Schweitzer Fan. Und ja, so die Philosophie war so Evangelo Sociale Humano bei uns. Das war gut. Man sollte so Albert Schweitzer werden. Und deswegen war mir klar, Theologie und Medizin und Musik studiere ich nicht. Aber ich merkte dann im Gespräch mit dem Pfarrer, Studentenpfarrer, dass ich eigentlich doch am liebsten Medizin studieren würde. Und dann wusste ich aber auch, da muss ich halt lauter Einsen haben. Ich glaube, 1, 2 durfte man haben. Das war so eine Numerus-Clausus-Zeit in Deutschland. Und ja, dann gab es halt einen Schwerpunkt auch mehr wieder Schule und Medizinstudium. Bin ich dann auch sehr froh, sehr dankbar. Schön. Und vielleicht, dass wir das einfach auch noch ein bisschen an einem anderen
sagen wir jetzt Krankheitsbild beleuchten, weil es ist ja so, dass eben, wenn wir zum Beispiel irgendeinen Infekt haben oder irgendetwas, das, oder ein, es gibt ja wiederkehrende Dinge, Frauen, die jahrzehntelang immer wieder Blaseninfekte haben und irgendwie immer das bekämpfen und bekämpfen und es kommt einfach zu keiner Heilung und eben in der Schulmedizin gibt man dann einfach auch wieder Antibiotika, was ja auch wieder viel nach sich zieht. Wie könnte jetzt jemand, wenn wir jetzt Zuschauerinnen und Zuschauer haben, die sagen, ja genau, ich habe so ein Thema. Was würdest du als ersten Schritt raten, einfach mal wirklich in sich zu horchen, welchen Teil unterdrücke ich oder was mache ich nicht oder was lebe ich nicht oder... Du hast es mal so schön gesagt, ich war ja auch bei dir in der Ausbildung, zu was zwingt es mich oder an was hindert es mich? Aber das wäre der erste Schritt das für dich. Das wären so die besseren Ansätze, glaube ich. Gar nicht so gleich auf die Seelentiefe zielen. Mhm. Einfach mal schauen, was ist jetzt notwendig? Mhm. Ja, also bei meinen Skiunfällen war einfach Ruhe im Bett und in Gips war man damals noch. Ja. Und hatte viel Zeit zum Nachdenken. Und dazu zwang es mich. Woran hinderte es mich? Am Trainieren. Und das, damals hatte ich diese Theorie und Philosophie von Krankheit einfach nicht. Ja, ja. Und dann ist es schwieriger umzusetzen. Aber trotzdem, es hat mich halt eben dahin gezwungen. Heute denke ich, würde ich nur einen Unfall brauchen. Also ich habe mir danach nie mehr was gebrochen, aber ich habe mir die Rippen mal angebrochen. Das war noch letztes Jahr sogar, wo ich hier war. Da hatte ich noch richtig Schmerzen und ziemliche. Und da brauchte ich aber das nur einmal. Ja, und da haben sich schon Konsequenzen dann daraus entwickelt. Und das ist ja in vieler Hinsicht so. Ich habe es auch in anderen Bereichen so gemerkt, wie ich ja mit dieser Krankheitsbilderdeutung anfing. Da hat mich das schon irritiert, wie das aufgenommen wurde. Also meine Idee war ja, ich will das diskutieren mit Kollegen, Kolleginnen. Und ich habe extra das erste Buch, Krankheit als Weg, obwohl der Verlag gar nicht wollte, 2 Seiten zusätzlich gefordert, eine vorne für dicke Anführungszeichen und hinten nochmal eine dicke Anführungszeichen. Also, um es klar zu machen, das ist so meine Erfahrung, meine Meinung, ich würde es gerne diskutieren. Aber das wurde ganz ignoriert von den Kollegen. Und durchgesetzt hat es eigentlich, haben es die Leserinnen, muss man sagen. Und da braucht man nur die weibliche Form, es waren fast lauter Leserinnen. Und weder die Ärzte noch Heilpraktiker, die ignorierten das. Und dann waren es aber so viele Leserinnen, dass dann schnell über 100.000 Bücher verkauft waren und 200, 300. Und irgendwie wurde es immer mehr. Und dann merkte ich, okay, es ist jetzt nicht nur ignorieren, jetzt machen sie sich auch noch lustig über mich. Ja, man wurde richtig lächerlich gemacht. Okay. Und dann, wie das die Millionen überschritten hatte, war das schon einfach so ein Thema. Und dann konnte man nicht mehr so... dran vorbei und dann wurde ich richtig bekämpft für diesen Ansatz. Und plötzlich hat sich das aufgelöst. Und bei Peace Food, das ist ja Jahrzehnte später, diese pflanzlich vollwertige Kost, da wusste ich das schon. Nämlich Gandhi hat das schon gewusst, aber ich hatte den schon gelesen, aber nicht in der Hinsicht. Gandhi hat gesagt, wenn du was wirklich Neues bringst, wirst du erst ignoriert, dann wirst du lächerlich gemacht, dann wirst du bekämpft und dann hast du gewonnen. Und das wusste ich bei Peace Food, das war genau das Gleiche. Erst ignorieren, dann sich lustig machen drüber und dann richtig bekämpft und dann plötzlich hast du gewonnen. Dann ist es eine Welle und heute sind die Peace Food Bücher wirklich auch so eine Basis geworden für einen neuen Lebensstil, was mich freut. Aber die ganze Erfahrung war viel schöner. Ich wusste schon, auch noch in der Lächerlichmachphase, es wird zum Schluss dann anders laufen. Und das bestärkt einen. Das ist auch, glaube ich, bei den Krankheitsdeutungsbüchern, so von Krankheit als Weg bis Krankheit als Symbol, eine große Hilfe, wenn Menschen das annehmen. Ja, wenn du weißt, diese Mechanismen, dass du auf das gleich von Anfang an achtest und nicht durch Versuch und Irrtum vom Schicksal belehrt werden musst, das dauert einfach so lange. Also es wäre viel besser, wir könnten aus fremden Erfahrungen lernen, auch aus fremden Fehlern vor allen Dingen. So. Würde ich auch sehr raten. Ich habe viel mehr Spielfilme verschrieben in meinem Leben als tatsächlich Pharmaka. Und Groucho Marx, so ein US-Komiker letztes Jahrhundert, der hatte schon mal so schön gesagt, das Leben ist zu kurz, um alle Fehler selbst zu machen. Also wir können gut aus der Erfahrung anderer lernen und Versuch und Irrtum kostet viel Zeit, Nerven und einfach auch bringt Schmerzen.
Also wenn du gleich die erste Geschichte, die dir so widerfährt, wo du dich in die Opferrolle gedrängt fühlst, nutzt und sagst, okay, was muss ich jetzt tun? Und ich kann gar nicht anders. Mhm. Und was hindert es, verhindert es, könnte ich das auch freiwillig tun. Mhm. Und wenn ich das mache, muss das Schicksal mich gar nicht mehr zwingen dazu. Und bei Unfällen ist es ja sogar von der Psychosomatik von Francis Alexander auch mal untersucht worden. Francis Alexander war so in der Zeit wie in Deutschland Bräutigam, das war so Mitte des letzten Jahrhunderts, begannen so mit der Psychosomatik. Und da haben die mal Unfallpersönlichkeiten untersucht. Und da ist relativ schnell klar, was los ist. Also 80% der Unfälle gehen immer aufs Konto von 20% der Menschen. Das ist erstaunlich. Ja. Also wenn Zuschauerinnen jetzt, Zuhörer, denken, okay, ich hatte ja noch nie einen Unfall, kann man entspannen, das wird wohl auch nichts. Und wenn man schon viele hatte und denkt, jetzt sind aber mal die anderen dran, Vorsicht, man hat so eine Resonanz dazu, ein Thema nicht geklärt. Und die haben dann versucht, mit der üblichen allopathischen Denkweise, die bei uns ja die Schulmedizin beherrscht, die Unfälle zu verhindern, also Schutzbleche, Abschirmvorrichtungen und bessere Einschulung und Aufklärung. Und das hilft natürlich. Mhm. Die Allopathie hilft ja kurzfristig. Aber es stellte sich dann raus, dass dieselben Menschen dann ihre Unfälle auf dem Hin- und Rückweg hatten. Und es geht zum Beispiel in dieselbe Kassenleistung ein, in Deutschland jedenfalls. Also das brachte dann unterm Strich doch nicht viel. Nur an der Maschine, wo sie arbeiteten, hatten sie jetzt keinen Unfall mehr. Naja, die haben das weiterverfolgt, haben dann über andere Methoden entwickelt oder sich ausgedacht, den öfter mal umsetzen. Diesen Unfaller hat man dann schon gesagt. Und ja, das war ganz gut. Wenn man den umgesetzt hatte, dann hat er da keinen Unfall gemacht an der neuen Stelle. Nur hat es ein Jahr gedauert oder ein halbes, hat er wieder angefangen damit. Daraus haben die dann Schluss gezogen, ganz oft umsetzen. Ja, und dann wurden das plötzlich die besten Mitarbeiter. Ja, die konnten den Arbeitsprozess besser durchschauen. Die haben sogar Patente entwickelt. Die haben neue Leute eingeschult, Urlaubsvertretungen gemacht. Und die schrieben das direkt zum Schluss. Unfallpersönlichkeiten sind Persönlichkeiten, die sind in monotonen Arbeitssituationen schlecht einsetzbar. Aber, wurde auch erwähnt, man konnte damit, wenn man die oft umgesetzt hat, konnte man aus den schlechtesten Arbeitskräften, weil sie immer Fehlzeiten produzierten, die besten Mitarbeiter machen, die noch die Produktion angeschoben und verbessert haben, weil sie das Ganze kannten. Also tatsächlich ist es schon einfach die ganze Idee von Krankheit als Symbol oder Krankheit als Weg. Wenn wir es als Symbol verstehen und das Symbol erkennen, in so einem tieferen Sinn und das freiwillig leben, was das Schicksal uns da anbietet oder wo es uns zu zwingt, dann ist es echte Vorbeugung und nicht nur Früherkennung. Ja, die Schulmedizin, die macht ja auch angeblich Vorbeugung und Prophylaxe und Prävention. Es ist aber immer Etikettenschwindel, weil die gucken ja nur zurück. Ja, die wollen die Krankheit, die dann entsteht, sagen wir den Knoten in der Brust, ganz früh erkennen. Und dann machen sie, weiß nicht, ein-, zweimal im Jahr Mammographie und fördern damit eher die Krebsentstehung, weil Mammographie ist weiche Strahlung. Es gibt Studien dazu, wie gefährlich die eigentlich ist. Also, aber es ist gut gemeint. Aber das sagt ja schon Bert Brecht, das Gegenteil von gut ist nicht böse, sondern gut gemeint. Da muss man gut aufpassen, dass der Schatten holt einen immer schnell wieder ein. Das ist ja ein wichtiges Thema, auch so in meiner Arbeit. Also, freiwillig tun das, was ansteht, sozusagen. Die Herausforderung als Förderung betrachten. Dann muss ich nicht so negative Konsequenzen einfahren. Wunderbar, was du da jetzt gesagt hast, eben auch, dass Unfälle keine Zufälle sind und dass man da genau gleich hinschauen darf. Was ich immer als Schwierigkeit erlebe, wenn ich mit Menschen arbeite, ist, dass sie so vielleicht bemerken, okay, ich habe jetzt diese chronische Erkrankung und ich bin sehr unglücklich in meinem Leben, aber dann kommt sofort, wenn ich sage, okay, dann ändere das. Und dann kommt natürlich sofort das aber das geht nicht. Es gibt immer äußere Gründe, die vermeintlich einem zwingen, da drin zu bleiben, die Versorgung der Kinder, man hat nichts anderes gelernt. Und das ist oft ganz, ganz hartnäckig, obwohl sich Dinge immer verschlechtern, wiederholen. Trotzdem, obwohl man spürt, man ist nicht glücklich und man auch noch Mechanismen entwickelt, um dem Unglücklichsein zu entkommen,
schafft man es trotzdem nicht? Wie könnte man dann noch ein bisschen mehr Mut machen? Weil ich sage immer... Das ist Feigheit, genau. Das ist der Punkt. Mut machen will ja, sagt das einfach positiv. Ne? Ja. Die Leute sind zu feig. Und in Deutschland haben sie auch dieses Mantra, hoffentlich geschieht nichts. Ja. Hoffentlich passiert nichts. Mhm. Das ist ein grauenhaftes Mantra. Also, weiß ich, wie ich nach Indien fuhr das erste Mal, weil ich dachte, da könnte ich erleuchtet werden, dann sagte meine Mutter zum Abschied, hoffentlich passiert nichts. Und ich musste sagen, das ist ja ein Fluch, was soll das? Ich fahre dahin, damit was passiert. Ja. Und Fakt ist, die Erleuchtung kam nicht, nur Durchfall war eigentlich die Reaktion. Aber trotzdem, es war wichtig, dahin zu fahren. Und wenn man so eingespurt ist, hoffentlich geschieht nichts, bloß nichts wagen, kommt raus, dass die Leute am bekannten Elend lieber festhalten, als eine unbekannte neue Situation zu riskieren, wo eine Chance drin stecken könnte. Also lieber das bekannte Elend als das unbekannte Risiko. Aber müsste nicht so sein, kann man auch drüber reden. In Zypern zum Beispiel sagen die Kalorisiko. Ja, Kalimera heißt guten Tag, Kalorisiko, gutes Risiko, sagt mein Steuerberater am Ende der Sitzung in Zypern. Ich sage, Moment mal, dafür sind Sie da, dass hier kein Risiko drin ist. Dann erklärte der mir erst, Risiko heißt in Zypern, also Kalorisiko, viel Glück, ja, Risiko kann so und so werden. Und man müsste es einfach verstehen, Zufall ist das, was uns gesetzmäßig zufällt. Oder das Pseudonym, was Gott sich gibt, wenn er nicht erkannt werden will, grob gesagt. Also, Es führt zum Elend, wenn wir dafür sorgen, dass nichts passiert in unserem Leben. Ja, das stimmt. Brauchen aber diesen Mut. Trotzdem nochmals ein bisschen zum Mut machen, weil meine Meinung oder meine Erfahrung aus meinem Leben ist ja immer das, wenn man wirklich das macht, was einem von innen heraus irgendwie, wie soll ich sagen, man kann sie unterdrücken, aber man spürt ja, was anstehen würde. Und da kommt ja der Verstand und sagt, das geht sowieso nicht und das und das und das. Und ich sage immer, ich habe es immer wieder erfahren dürfen auch, und das möchte ich vielleicht von dir noch auch hören, ob du das auch so siehst, dass wenn man das macht, was man wirklich fühlt, was man wirklich ist oder die Begabung lebt, die man hat, auch wenn sie jetzt vermeintlich kein Brotberuf ist, dann gibt es immer einen guten Weg und man kann immer, es gibt immer vielleicht Möglichkeiten, die unser kleiner Intellekt nicht gerade sieht, aber da tun sich Wege auf. Und das ist das, was ich irgendwie so als Mutmacher auch sagen möchte. Kannst du mich da unterstützen? Siehst du das auch so? Ja, ich erzähle einfach Geschichten dann meistens von Patienenten. Da, über diese gut 40 Jahre als Arzt sind da viele Geschichten ja da, wo jemand tatsächlich sein Glück gefunden hat, über diesen Weg, ja, dass er das gemacht hat, was die innere Stimme sagt und nicht die Obrigkeiten oder die Gesellschaft oder den Mainstream, sondern das Glück daraus entsteht, dass man das eigene macht. Ja, und das ist ja sozusagen also Dauerthema bei mir. Ich glaube, jeder Mensch hat Begabungen. Auch meine Tochter, die hat ein Down-Syndrom, aber die hat Begabungen, verblüffende Begabungen, ja, also, was die sich alles merken kann. Und naja, also aus diesen Begabungen müssten wir Gaben und unsere Gaben entdecken, die liegen ja da drin. Und die Gaben mit Hingabe geben und dann führt es auch zu einer, ja, zu Erfolg und Glück. Meistens erstmal ist es besser, man geht dem Glück nach, dem Glücksgefühl, ich rate das auch. Wir haben ja diese wunderbare Chance, diese Gedankenebene zu haben, der inneren Bilder, die mir wichtiger ist als diese Gespräche sogar. Also gehst du in diese innere Bildersituation hinein, kriegst du eher wieder einen Kontakt zu zum Beispiel der Stimme deines Gewissens. Viele Leute wissen, dass das nicht in Ordnung ist, was sie machen. Aber sie gehen da drüber, über das Gewissen, mit intellektuellen Gründen. Eben, guter Job. Ich meine, ein guter Job ist immer eine Gefahr, weil das Gute ist oft der Feind des Optimalen. Und einen schlechten Job verlässt du leichter. Einen guten Job, wo du gut verdienst, bleibt trotzdem ein Job. Ein Job ist nie ein Beruf, eine Berufung. Ja, das ist eine amerikanische Variante. Der Trip ist auch kein Weg. Auf dem Trip bist du Esotrip oder Herointrip. Also gibt es ja grauenhafte Trips. Und eigentlich heißt es Weg. Nur in der Ami-Version, das ist genau wie, statt Beruf würde ich nie Job sagen. Job ist was, was die Seele gar nicht nährt, aber vielleicht sich gut auszahlt. So, die Sachen einfach klar machen. Und nach meiner Erfahrung kannst du kaum jemand mit Zahlen und Statistiken überzeugen, aber mit Geschichten schon.
Bert Hellinger hat es immer so schön gesagt, Geschichten, die heilen. Und die wahren Geschichten, die du erlebt hast mit Patienten, sind am besten dort. Die einfach Mut machen, aber unter Umständen sogar auch begeistern. Ne? Gerald Hüther sagt wieder, Begeisterung ist der beste Dünger fürs Hirn. Das ist einfach so. Ja, wenn du jemanden, und das kann man, in Begeisterung hineinredest, mit deinen Geschichten, den Bildern, die mit seinen inneren Seelenbildern zusammenspielen, in Resonanz kommen, ist das der beste Weg. So wunderbar gesagt. Und ich glaube, ich lasse das gerade als Schlusswort so stehen. Dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Es war wieder sehr, sehr berührend und wunderbar, wie du das alles in der Tiefe wieder zusammengebracht hast. Und so viel Inspiration. Schön warst du bei uns. Vielen Dank, lieber Rüdiger. Gern. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mir geht so gerade wieder noch mehr wirklich nach dem Herzen und den Themen zu leben und sich auch die Zeit zu nehmen, in sich reinzuspüren. Wunderschön ist ja, dass wir alles in uns haben und dass wir das vielleicht mit Freude entdecken und nicht unterdrücken. Ich hoffe, Sie konnten auch etwas aus dieser Sendung für sich ziehen. Schön waren Sie dabei. Auf Wiedersehen.